Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenalltagsvideo. Diese Woche wird auch eine stressige Woche für mich. Das ist nämlich die Woche vor S-Motorshow-Woche, wo wir schon anfangen, dahin zu gehen. Sind schon alle hier fleißig? Obi, Murat, Felgen sortieren. Welche Felgen nehmen wir mit? Zu dem Thema Calibra muss ich die Woche auch noch gucken, dass ich das Ding mal auf der Autobahn mal freiblase, den anderen Luftmengenmesser rein und dann zum letzten Mal zum TÜV. Und dann hoffen, dass es klappt. Hier sieht es schon aus, gell? Obi, Messezeit ist immer ein bisschen... Das ist halt bei uns doofe Zeit, weil auch Wintergeschäft bei uns viel ist, ne? Hier liegen überall die Felgen schon auf dem Boden. Was wir jetzt mitnehmen und nicht und so weiter. Hier sind schon die Sachen gepackt. Das sind die Klamotten, glaube ich, waren das. Felgen. Also es ist schon viel. Wir kriegen einen ganzen 40-Tonner voll, nur mit so einem Zeug, ne? Gut, ich nehme euch in den nächsten Wochenalltag sowieso wieder mit. Ja, hier sind auch Felgen drin, hier sind Felgenständer drin, Kaffeeautomat. Auf jeden Fall muss ich diese Woche nur einmal wegfahren. Rest der Woche bin ich hier, muss auf jeden Fall hier noch sehr viel machen. Ich bin immer noch am Felgen drehen. Ich drehe in Raten immer wieder täglich 3-4 Stunden. Aber jetzt die Woche kann ich ein bisschen Gas geben hier und schöne Dinge raushauen. Aber da kommt sowieso ein extra Video, weil ich ja gleichzeitig auch Enrico seine Felgen wieder komplett in Stand setze, die von seinem GTO-Kadett. Ja, beim Pulvern läuft auch soweit. Und nur zur Info nochmal, falls ihr wirklich Felgen für nächsten Frühjahr braucht, denkt bitte dran, dass ab Februar, März, April viele kommen, alle kommen und wir dann auch wirklich viel länger brauchen, zum gerade vor allem zum Pulvern, wie wenn ihr jetzt im Dezember oder im Januar kommt. Ne? Da ist es auf jeden Fall für uns gechillter, geht schneller. Da können wir diese Zeit auf jeden Fall damit auffüllen. Jetzt muss ich aber mein RS6 abholen gehen. Der RS6 ist nämlich fertig foliert. Mal was anderes, habe ich gedacht. Aber ihr werdet eh sagen, ach, Mutlu. Jetzt bringen den Touareg weg, weil der muss auf jeden Fall auch mal gereinigt werden. Kommen hinterher die Winterreifen drauf, aber jetzt bringe ich ihn mal weg und hole den RS6. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal Auto komplett folieren lassen habe. Bestimmt 6 Jahre, 7 Jahre her. Auf jeden Fall habe ich es diesmal wieder getan. So, jetzt fahren wir mal zu BTEC. Hier bei BTEC Heilbronn. Dann schauen wir unser schönes Stück mal an hier. Ja, ihr habt es gesehen. Da ist er. Und das ist halt ein Riesenvorteil, wenn du ein schwarzes Auto hast, weil du hier überall schwarz glänzt. Also ich finde jetzt nicht, dass es so schlecht aussieht. Hier genauso. Du kannst natürlich auch hergehen und auch einen Einstieg und so machen. Ist aber natürlich viel, viel, viel teurer. Ihr könnt euch bei der Firma melden oder mit eurem eigenen Auto oder Bild schicken. Was es jeweils kostet, ist natürlich vom Auto zu Auto unterschiedlich. Ob das so ein großes Auto ist oder ob das ein relativ kleines Auto ist, ob es ein Cabrio ist, ob das ein Bus ist und so weiter. Auch die Türgriffe und so, alles schön gemacht. Ne? Und das Schwarzpaket habe ich immer noch. Türgriffe, alles in matt. Habe ich jetzt mal ein schwarz-mattes Auto. Macht wieder Spaß, wenn ein Auto neue Farbe hat, denkst du immer, oh, ich habe ein neues Auto. Ist aber nicht ein neues Auto, ist einfach schwarz-matt. Wir müssen dazu sagen, die Haube und die Stoßstange und die 2 Kotflügel hätten lackiert werden sollen aufgrund Steinschläge. Muss vielleicht früher oder später trotzdem lackiert werden, aber jetzt ist es mal so erledigt. Sieht gut aus. Sieht kräftig aus. Ich habe jetzt einen Termin und zwar beim Arzt. Und dann geht's gleich wieder weiter. War gestern noch beim Arzt. Da könnte ich wieder über so Themen reden. Ach, egal. Ich muss hier Platz machen für die S-Klasse. Das sieht aber auch schlecht aus. Ne? Der ist eigentlich gar nicht mehr rollbar. Muss ich gucken, dass ich mit dem Wagenheber den hochnehme, weil den Calibra kann ich nicht rausstellen, weil ich habe ja immer noch die Dichtungen nicht. Aber den werde ich heute jetzt auf jeden Fall ein bisschen fahren, mal hier ein bisschen durchblasen und dann nochmal zum TÜV. Und die S-Klasse muss mir Platz machen, weil ich muss den BMW zusammenbauen. Platzmangel. Das Rangieren habe ich lieber für euch mal nicht mit aufgenommen, weil das Rad komplett da eingetaucht ist. Der bewegt sich gar nicht mehr. Du kannst Fehler löschen, du kannst machen tun. Der kommt gar nicht mehr hoch. Jetzt habe ich den so draufgestellt, dass früher oder später musste er ja sowieso auf die Bühne.
dann fahren wir ihn so raus. Gott sei Dank ist kein Allrad. Das wäre ein bisschen ein Problemfall gewesen. So, Herr Libra, läuft schon mal hier? Dann nehme ich euch mit und dann probieren wir es noch einmal mit dem TÜV. Die können dann auch schon immer sehen. Die sagen schon bestimmt, wenn ich da hinkomme, oh, der Typ ist schon wieder mit dem roten Kalibra dort, der will es nochmal probieren. Leute, ich habe AU bestanden. Ich habe TÜV, ich habe alles bestanden. Boah, ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt so gefreut habe über AU und AU. Aber der Kalibra hat es geschafft. Also freigeblasen auf der Autobahn ein bisschen. Was heißt ja freigeblasen, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Endlich. Rote Kalibra, Thema abgehackt. So, den Touareg muss ich jetzt noch abholen und bringe gleichzeitig meinem Bruder sein Auto dahin. Oh, muss ich euch noch was zeigen. Ein 1er BMW habe ich gekriegt. Ich kriege ja auch immer wieder so Autos zum Durchschieben. Also ich schiebe es ja eigentlich nur Händler durch. Ich inseriere die Sachen nicht. Und zwar ein 1er BMW, ein 16i, der vielleicht hier an der Stoßstange ein paar Kratzer hat. Jetzt habe ich Schlüssel drin gelassen. Eigentlich volle Hütte, also außer Leder und M-Paket hat der Navi, Sitzheizung und Klima, Parkdistronik und so weiter. Nur der eine Sitz hier unten, ob man sehen kann, ja, der ist etwas verschlissen. Aber lässt sich gut fahren, das Ding. Und ein, zwei Gummilager vorne sind, glaube ich, nicht mehr so toll. Oh, Xenon hat er ja auch. Finde ich cool, das Auto. Und das ist jetzt auch so, den habe ich jetzt noch gestern Abend noch geholt, weil ich habe gestern noch an einem Auto rumgeschraubt. Ja, der geht jetzt auch zu einem Händler hier bei uns in der Umgebung. Jetzt fahre ich aber mal das Auto weg, weil der muss gereinigt werden und dann wird er auch anschließend verkauft. AMG, der sagt, genug gefahren, genug Spaß gehabt. Er ist nicht jemand, der jetzt auch 10 Jahre das Auto fahren kann, sondern er fährt es ein Jahr. Vielleicht 2 und dann sagt, okay, ich brauche wieder was anderes. Aber das sind die neuen SUVs, wo ich finde, du merkst das, ne? dass du ein SUV fährst. Oh ja, okay. Touareg abholen und dann geht es nämlich heute, geht es weg, wieder mit dem Hänger. Diesmal fahre ich mit dem leeren Hänger weg und hole wieder was Fertiges ab. Die Woche kamen schon 2 fertige Sachen, die hier dann komplettiert werden und so. Aber dazu kommt auch ein Video und da, wo ich heute hinfahre, da freue ich mich drauf. Also auf jeden Fall ist es ein GLC 63 AMG oder GLC 63S heißt der. 2019er hat knapp 90 gelaufen, 89.000 Kilometer. Hat, soweit ich weiß, volle Hütte mit Keramik und Schnickschnack und ja, nur Sitzlüftung hat er nicht, sehe ich gerade. Sitzheizung hat er, aber Sitzlüftung nicht. Hat er, aber hat Burmeister. Und hat komplett, ich weiß nicht, ob das alles original ist, dass das Armaturenbrett und so alles beledert ist. Dann hat er außen noch ein paar Teile gemacht und der ist sogar 8-fach bereift. Sommer 22, Winter 21 Zoll, die originalen. Ich zeig's euch mal von außen nochmal. Und zwar, das sind die 21 Zoll Räder, die sind gerade aktuell mit Winter. Und er hat alles, was Kunststoff war, hier, das Schwarze, hat er alles lackieren lassen. Ja, hier unten rum, sieht man auch da. Ist ja normalerweise alles schwarz, Kunststoff, so wie jetzt hier. Jetzt hol ich den Touareg an. Der wurde ewig auch nicht mehr geputzt, innen und außen. Und das Schlimmste war immer, ich musste ja auch die Tochter immer abholen vom Pferd. Dementsprechend sah es auch im Auto mal aus. Oh, schön sauber. Ich habe ihn zuletzt so gesehen, als ich ihn abgeholt habe als Neuwagen. Danke, BTEC. Und ab jetzt geht's im nächsten Video weiter. Das sind alles, was ihr hier rechts und links von mir seht. Alles geht zur Messe. Schon alles soweit vorbereitet. Und. Also allein nur, was wir an Sachen mitnehmen müssen, wie zum Beispiel Boden, Felgen, unser Korpus, Felgenständer, das, jenes, ist ein ganzer 40 Tonner. Und dann noch unser Bus noch voll und so weiter. Und ich muss noch das Auto abladen von hier. Habe ich gestern jetzt nicht mehr gemacht, weil es zu spät war, was ich geholt habe. Seht ihr auch in einem anderen Video. Oh, jetzt kommen da die Sommerräder drauf, Winterräder. Die Klötze kommen jetzt wieder runter, die 23er. Und Winter fahren wir die anderen Levella 21 Zoll. Die hier.
Was geht, Kollege? Alles gut. Was? Besser wird nicht. Was machen Sachen? Was machst du? Sag mal hallo. 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 Ich arbeite. Ah, okay. So, und dann kriegt der Maserati die Winterräder, der RS6 kriegt die Winterräder, aber die können wir auch Montag machen, Ovi. Kein Stress. Jetzt mittlerweile denken wir schon so weit, also dass der RS6 mitgehen sollte oder der M3. Maserati auf jeden Fall, aber ob RS6 oder M3, das weiß ich jetzt noch nicht. Weil da können wir auch noch ein paar Felgen draufstecken, aber das entscheide ich für Montag. Zum Wochenalltagsvideo komme ich wirklich nicht, weil ich hier überall am Rotieren bin. Und eigentlich wollte man ja heute Samstag auf der Bühne den CLS zerlegen. Habe ich jetzt dem Ralf aber absagen müssen, weil ich dazu echt nicht komme. Es ist noch so viel zu tun. Gestern habe ich Gott sei Dank jemand da gehabt, also Kumpel, der mir da an diesem Auto hier geholfen hat. Aber ja, man bringt nichts. Muss man weitermachen. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier 1, 2, 3, 4 Autos wegtun, weil ich da was anderes raustun muss. Also mit dem Wochenalltag ist die Woche ein bisschen knapp. Und zum Wochenalltagsvideo wollte ich noch was sagen, und zwar 2 Punkte noch. Ganz, ganz wichtig. Einmal kam heute das Video, wo ich von der Familie die Autos vorgestellt habe. Und es sind schon ein paar Kommentare drin, wo ich sage, okay, ich dachte, ich tue jemanden Gefallen. Gut, die haben die Preise ein bisschen höher angesetzt. Ich habe aber 10-mal gesagt, redet mit denen, die fangen lieber oben an, bevor sie weiter unten anfangen an der Grenze und jeder will drunter nochmal. Egal. Ich dachte einfach, ich vermittle euch Autos direkt mit Erklärung etwas, bevor ihr irgendeinen Scheiß sucht im Netz und 400, 500 Kilometer durchgegenfährt. Egal. Ich dachte, es ist eine Win-Win-Situation, kommt nicht mehr vor. Ich werde keine Autos mehr von irgendjemand irgendwo anbieten. Nein, mache ich nicht mehr auf diesem Kanal. Fertig, das ist Geschichte in Zukunft. Ich werde, was das betrifft, auf jeden Fall nichts mehr. Und zum anderen, der W124, der 6 Liter, der E60 Fake ist weg. Der ist verkauft und ist weg. Der Hauptgrund, warum der weg ist, war die Geschichte mit diesen Klamotten. Ihr wisst ja. Und ihr wisst aber nicht, was danach noch passiert ist. Wir sind jetzt knapp bei 70.000 Euro Schaden gewesen. 70.000 Euro Schaden, inklusive die Klamotten, Strafe, Anwalt, Gericht, Anwalt und so weiter. Ja, dumm gelaufen, Lieferant hat Scheiße gebaut, hat da die Marke mit reingeschrieben, obwohl es nur für das Projekt war und die haben sich darauf aufgehängt. Es ist ja nicht nur das. Jetzt passt mal auf. Es ist auch zivilrechtlich eine Anzeige gegen mich gemacht worden, wegen Namensverletzung. Obwohl es nachgewiesen ist, dass er vom Lieferanten war und sonst auf den Klamotten nichts davon zu sehen war und so weiter. Also auch noch direkt eine Anzeige. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen und habe gesagt, du, ich möchte es nicht auf mir sitzen lassen. Es stimmt nicht, dass es so ist. Es ist kein Betrug gewesen oder keine Namensverletzung gewesen. Es ist dumm gelaufen. Dann sagte er, ja, wir können vor Gericht gehen. Kostet halt nochmal 3.000, 4.000 extra. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich habe ich beim Gericht kein Glück. Der so, ja, im schlimmsten Fall wird es auch so, dass ich die 3.000, 4.000 Euro Gerichtskosten, Anwaltskosten hätte, plus die 1.800 Euro trotzdem zahlen muss. Ich muss 1.800 Euro Strafe zahlen. So viel zum Thema. Da vergeht dir alles. Habe ich gesagt, komm, lass. Lass es bei 1.800. Jetzt wäre aber noch was dazugekommen. Das ist noch unklar, das hängt noch so im Himmel. Dezember kamen die Klamotten an zur Messezeit. Wurden ja beschlagnahmt vom Zoll. Der Markenhersteller hat gesagt, schreddern. Ich habe Einspruch eingelegt. Markenhersteller hat gesagt, wenn du Einspruch einlegst, gibt es noch mehr Ärger. Einspruch zurückgenommen. Also nochmal schriftlich Freigabe erteilt dem Zoll zum Schreddern sofort. Dann haben die ja gesagt, ihr wisst ja noch, mit den 4 Wochen Widerrufsrecht. 4 Wochen Widerrufsrecht gibt es nirgends in Deutschland. Aber wenn du Lagerung bezahlen sollst, dann gibt's. Jetzt kommt nochmal das Beste. Gerichtsverhandlung war Juli, August. Wie gesagt, schreddern. Die haben es eingelagert. Bis Juli, August. Eingelagert. Das heißt, es kam eine Rechnung, knapp circa 27.000, 28.000 Euro Lagerungskosten für 8 Monate, die ich dann auch zahlen sollte. Das geht immer noch mit den Anwälten hin und her und ich habe die Nase dermaßen voll und ich musste jetzt einfach den 124er auch weggeben. Also anstatt, dass wir mit den Klamotten ein Plusgeschäft machen, haben wir ein riesen Minusgeschäft gemacht. Und um überhaupt weiterzumachen, habe ich gesagt, er muss weg. Es gibt mir auch keine Ruhe. Das Thema musste erledigt werden. Jetzt wisst ihr, warum der... Und ich wollte da überhaupt kein Video drüber machen, weil mich das ankotzt, dass er weggeht. Ich habe gesagt, ist ein vernünftiger Preis, fairer Preis gewesen, aber trotzdem kotzt mich das an. Ich glaube, der gehört...
Da sage ich nichts. Ich wollte sagen, der gehört dazu hier wie ein anderes Auto, aber der geht auch weg. Das wollte ich euch nochmal im Wochenalltag mitgeben. Ich muss jetzt hier weitermachen. Ich weiß immer noch nicht, in welchem Video, welches Auto Messe das jenes. Also welche Autos zur Messe gehen, weil ich hier nicht fertig werde. Ich muss selbst, trotz dass ich einen Spender habe, muss ich Haufenteile neu bestellen. Haufenteile. Und ich muss viel am Auto noch so sauber machen. Wo Zeit fast. Deswegen weiß ich jetzt noch gar nicht, was ich mitnehme. Ich werde wahrscheinlich Autos mitnehmen, von denen ich gar nicht erwartet hätte, dass ich die da habe. Also zwei neue, zwei ältere und ein 7er BMW, der in der anderen Halle steht. Aber jetzt ist genug gequasselt. Ich hasse es immer so kurz vor Messe, wenn alles nochmal so einbart, als hättest du nichts anderes zu tun. Ja. Ist aber so. So ist der Alltag. So habe ich es mir ausgesucht. Ob ich es mir nochmal so aussuche, weiß ich noch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Video. Ciao.